den Glowman. Und ich mache mal bei mir kurz das Fenster zu. Zack. Oh, der sieht witzig aus. Sehe ich jetzt erst gerade, weil ich mich umgedreht habe. Ah, der sieht aus wie so eine Tube. So eine Tube Klebstoff sieht da aus. Zumindest die eine Hand sieht aus, als wäre da gleich irgendwas raussprühen wird. Und, oh, wir sind bei einer Klebstofffabrik oder so, kann das sein? Ich war noch nie in der Klebstofffabrik, aber die könnte vielleicht so aussehen. Ich bezweifle mal, dass wir wirklich mit diesem Cutter, wie so ein blöder MeTool-Armeen, dass wir mit dem Cutter den Klebstoff irgendwie entfernen können, weil das kann eigentlich nicht funktionieren. Was ist das denn? Das soll Klebstoff darstellen. Ich kann mich nicht bewegen, wenn ich hier drauf lande. Das ist ja cool. Und das ist, wow, was war das denn? Ich konnte gerade nicht schießen, das war merkwürdig. Ach, meine Schüsse kleben an dem. Und dann kann ich nicht schießen, weil ich kann ja nur 3 Schüsse gleichzeitig haben. Das ist ja eine coole Idee. Die Idee ist cool. Der Klebstoff ist auch ganz nett eigentlich. Dieser Endboss-Raum von Glowman ist so aufgebaut, dass er über Klebstoff im Boden liegt. Dann ist vorbei. Kann ja auch nicht sliden, oder? Wollen wir gleich mal ausprobieren. Und hier ist schon wieder dieser blöde Jingle-Man. Komm her. Nee, ich kann ja nicht sliden, okay. Ich wollte nicht runterfallen. Okay. Was ist das denn da unten? Das ist das Ding, was sich immer schnell bewegt und ich erwische das nicht. Ah, wie geil ist das denn? Da bleiben die Schüsse kleben. Das ist eine coole Idee. Das gefällt mir. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Schrauben das bringt. 2, 2, 2. Und ich komme nicht ran. Toll. Oh, Mann. Geht doch. Und die bringt tatsächlich 20. Das ist ganz schön viel, so eine große Schraube. Hey. Ah, ich will da runter. Hallo. Geht doch. Ui, oh fuck. Oh. Oh cool, ich hab den unten noch getroffen mit meinen zuckgeprallten Schüssen. War das blöd. Ja, das war mal eine richtig blöde Aktion, meine Fresse. Schon wieder der Jojo-Mann. Keine Ahnung, ob ich den Jojo-Mann nenne, keine Ahnung. Er sieht aus wie so ein Spielautomat. Ich weiß auch nicht warum, wie so eine blöde Actionfigur, die keiner haben möchte, die einfach nur da sein muss, weil... Wie geil ist das denn für eine Idee? Ist das geil? Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das gefällt mir. Alles, ich muss halt ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht alle Stages ausprobiert, aber da sind ja richtig coole Ideen, richtig coole Mechaniken bei. Oh, fuck. Nein! Oh! Das gefällt mir, das ist echt alles ziemlich gut. Oh, das ist cool. Das erinnert mich einfach an Donkey Kong. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schon. Oh, ich komme endlich durch. Oh, ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Ich muss aufpassen. Oh, bitte keine MeTool-Armee. Das wäre schlecht. Wie soll ich an den da oben rankommen? Keine Ahnung, wie ich an den rankommen soll. Der ballert auf mich einfach. Und dann bin ich weg. Oder doch nicht. Nein, nicht weiter kleben. Wie doof ist das denn? Ah, ich muss den da oben... Oh, vergiss es. Ich probiere es gar nicht aus erst. Nein! Oh. Das ist eklig. Ich habe Angst, dass ich da irgendwie sterbe oder so. Oh, fuck. Oh, die kommen wieder. Oh, cool, der ist an den einen zurückgeprallt und dann an den anderen auch gleichzeitig. Das ist ja cool. So, der muss schnell weg. Oh, verdammt. Ich wusste gar nicht, dass wenn der stirbt, die auch zurückprallen. Nein! Die an so einer dummen Stelle gestorben. Oh, Mann. Ich hasse sowas. Was? Ich fange von vorne an? Boah, ist das dumm. Kann man nicht irgendwo hier nehmen. Also, es kommt mir so ultra weit vor. Ich weiß auch nicht. Oh, ich habe keine Schüsse mehr. So. Jetzt muss ich es aber besser machen beim zweiten Mal. Dringend besser. Oh Gott, die MeToo-Armee. Oh, ich weiß echt nicht, wie ich mich gegen die schützen soll. Obwohl, ja, oder so. Aber auf gleicher Ebene wird schwierig. Oh, lass dich doch nicht von so einem Deppen treffen. Ich sag noch gerade, ich wollte es besser machen. Dann, oh. Fuck. So, die hier. So, alles kein Problem. Einfach nur konzentrieren. So, hier runter. Irgendwie, genau. Bam, bam, bam. Oh, Skill hoch 10, ey. Habt ihr das gesehen? Das sah geil aus. So muss das sein. Obwohl, keine Ahnung, ob ich das gemacht habe. Wow! Mann, der trickst mich immer aus, obwohl sein Bewegungsmuster jetzt nicht das komplizierteste ist. Oh, das ist cool. So einfach sich tragen lassen. Das ist echt praktisch und echt angenehm.
Noch mehr Klebstoff. Hier war doch irgendeiner, ne? Ja. Oder zwei sogar. Ah, diese. Schnell durch. Hep, hep. Hep, hep, hep. Me-Tool. Irgendwo gab es auch eine Armee. Oder doch nicht? Oh, nein! Wieso habt ihr das gesehen? Ich bin abgerutscht. Ich war doch da drauf. Ach, fickt euch, ey. Eine Leben will ich auch nicht mehr haben. Das könnt ihr euch schenken, ey. Ah! Mach aber Stage, wir machen aber Continue, die will ich nochmal machen. Also, außer diesen blöden Abgrundsprüngen, ist sie, scheint sie jetzt nicht so die schwerste zu sein. Obwohl, das habe ich bei Jetman Stage auch gesagt und, oh, ich lasse mich hier direkt dreimal hintereinander treffen, ey. Das ist natürlich, das ist, wow. Ging nicht schlechter. Ich konnte nicht schlechter beginnen. Da waren drei Möglichkeiten, dass ich getroffen werden könnte und ich bin dreimal getroffen worden. Schlechter ging es nicht. Es ging nicht schlechter. Das ist gut. Oh nein! Die kann ich auch so gut ausweichen. Dann mache ich, ey, ich spring da einfach rein. Und der Typ, der mich immer austrickst. Wow, das hat gerade geleckt. Da konnte ich nichts machen. Das ist kein Witz. Oh, obwohl man das immer so gerne sagt, um die Schuld von einem zu weisen, aber diesmal kam es wirklich so vor. Bam, 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 bam. Ah, die schießt. Ah, wenn ich den da unten treffe, dann landet das immer so ein bisschen nach unten. Das ist natürlich. Oh, falsche Waffe. Natürlich ein bisschen. Kann man vielleicht ein bisschen zielen tatsächlich damit, wenn man das ein bisschen übt. Bam, bam. Ah, okay, der prallt eh ab. Das müssen ja alle noch so schräg unten gehen, ne? Ja, okay, so schwer ist es halt doch nicht, den unten zu treffen. Ich dachte, der ist voll skillig oder so, aber. Ist ja relativ simpel, einfach gerade ausschießen. Ah, der schon wieder. Ah! So, der ist auch weg. Ah ja, genau, jetzt kommt das hier. Ah, oh, das ist echt eine angenehme Stelle. Die mag ich. So, der kommt weg. Jetzt kamen die zwei da oben, diese zwei grünen Köpfe. Jawohl. Hep, 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 hep. Komm schon. Komm schon. Nein. Uiuiui. Und. Oh, der Sprung gerade. Ich habe gerade mit dem Sprung gemerkt, das war wieder knappe. Ah, oh, das leckt gerade hier überall. Ist das eklig. Warum denn? Mann. Das ist bei Sprüngen echt unangenehm. Das will ich nicht haben. Das, oh, Leben. Leben, Leben. Yay, geil. So. Das ist doch ein sehr schöner Anfang. Und ich habe wieder beim Sprung gemerkt, dass ich da aufpassen soll. What the? Hey, das ist eine Ente oder so. Wo kann ich den denn treffen? Ah, im Gesicht irgendwo, an der Nase. Also über die Nase ein bisschen. Alter, die stampft auch noch. Ist das eklig. Aber jetzt, nein! Aua! Solange ich mich nicht vom Stampfen treffen lasse. Jawohl, tot. Mitte erschafft, oder? Das müsste die Mitte sein. Das ist schon mal gut. Dass wir die haben. Oh, ne, ach ne, das ist ja kein, nix Böses, die blauen Dinger da. Und hier, oh, was ist das denn? Das sieht unheimlich aus. Soll ich da rankommen? Keine Ahnung. Ah, okay, ich könnte da oben langlaufen. Das werde ich, glaube ich, auch machen. Weil der ist ja Ritter. What the? Was war das denn? Was war das? Was hat mich da erwischt? Na gut. Machen wir die einfach schnell weg am besten. Dann passiert erstmal gar nichts. Das war irgendwie merkwürdig. Ich habe auch irgendwie nichts gesehen. Vielleicht habe ich gerade geblinzelt in dem Moment, aber... Die sollten wir einfach schnell wegmachen, denke ich. Dann... Ja, ist, glaube ich, die beste Idee. Was ist denn das da unten? Kann man das irgendwie wegballern? Ist der gelbe Kasten da? Hey, geh auf. Hey, wo muss ich lang? Geht einer von den Dingern auf? Keine Ahnung. Hä? Hä? Wo muss ich hin? Ach, da oben ist eine Leiter! Leute, die habe ich nicht gesehen. Weil die Energieleiste dort war. Ich habe die nicht gesehen. Oh, es ist peinlich. Und ich habe mich schon gefragt, wo es hingeht, ey. Oh, da schwebt dieser Hochspannungsding da. Das muss weg. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn das Ding sich aktiviert. Aber das war irgendwie beim letzten Mal echt unangenehm. So, die Energie wollen wir haben. Hopp. Megabuster. Und wann ist hier das Ende? Oh, nee, nicht schon wieder das Vieh. Oh, das war knapp. Oh, das war echt knapp, weil fast hat mich das Erdbeben erwischt.
Wow, kein Treffer erleidet. Das ist gut. Das ist echt gut. Wann kommt der Endgegner? Der... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, okay. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Alter, das ist überhaupt nicht lustig. Mm. Boah, ist das unlustig. Ey. Boah. Das ist nicht lustig. Das ist echt übel. Ah. Ey, das ist echt... Das war eine fiese Stelle. Das kann ich echt... So oft kann ich euch vortragen, wie oft ihr wollt. Ey, das war echt eine... Ey, das war gemein. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Okay, schnell zu dem hin. Und weg damit. Weil ich hab den gerade besiegt. Dann dachte ich mir, ja, yeah, geschafft und so. Dann kam er direkt noch einmal. Puh. Aber das war direkt hier um die Ecke, ne? Das war doch nicht so weit weg. Das ist der einzige Vorteil. Oh, das Elektro-Ding. Weg damit. Nein! Alter, was ist das? Bin ich immer getroffen von, oder? Das ist ein übler Gegner. Den muss ich echt entfernen. Das ist echt übel. So, und der muss weg, ohne dass ich großen Schaden erleide. Das ist wichtig. Nein! Ah, Mann! Das ist dumm. Ja, endlich. Stirb doch endlich mal. So, ich habe relativ viel Energie. Oh, perfekt. Bin ich hier oben gelandet. Oh, das ist gut. Gute Treffer gelandet. Das wollte ich gar nicht. War gar nicht geplant, aber das war gut. Au! Oh, das muss ich mir merken. Das war echt eine coole Aktion. Da konnte ich richtig viel Schaden machen. So, und wo ist hier der Endgegner mal endlich? Upp. Oh. Nein, ich wollte da gar nicht dran. Voll in die Fresse reingekriegt, ey. Ich hasse solche Sachen. Kann ich ballern? Ja. Boah, Stacheln überall. Okay. Nein! Oh, genau, wo ich gesprungen bin, hat er den geballert. Als hätte er das gewusst. Okay. Oh, fuck. Oh, ich will das da oben aber haben. Wenn ich das so mache, sollte es funktionieren, oder? Jawohl. Schraube und ein Waffentank. Und ein bisschen RG. Das hat sich gelohnt. Hat sich schon gelohnt, denke ich. Oh, 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 oh. Jawohl. Wieder Energie. Da ist ein Stachel. Bisschen aufpassen. Und runter. Mann, was sind wir denn eh mal da? Ja, die Schrauben. Das sind nur zwei Schrauben. Das sind jetzt auch nicht so viel wert. Oh, das ist eine fiese Stelle. Fuck. Die wollte ich gar nicht haben. Naja, egal. Mann, da. Oh, das ist zwar jetzt echt ein bisschen fies, weil ich da relativ weit nach rechts muss und ich hab's gewusst. Ah, oh nee, und ich starte hier. Oh Mann, ich glaube, wenn ich das geschafft hätte, die Stelle, ich hätte noch so viel Energie gehabt, das wäre richtig gut gelaufen. Oh nein, nein, warte, ich muss wieder zurück, weil ich habe so spät reagiert. Ich habe nicht unterwegs viel Energie aufgesammelt, die mich dann wieder ein bisschen aufgestockt hat. Und die ist jetzt nicht mehr da und das wird eklig am Ende. Und, ah, ärgerlich. Das hätte nicht passieren dürfen. Na gut, kann ich jetzt auch nicht dran ändern. Elektro-Ding kaputt machen. Nein! Ah, verdammt. Ja, okay, so viel zieht das auch Gott sei Dank nicht ab. Das wird jetzt eine üble Stelle. Komm, geh kaputt. Geh kaputt. So, und jetzt muss ich gut springen, damit ich schon direkt auf die Plattform lande. Wie hab ich das gemacht? So, ne? So, direkt drauf. Direkt drauf, viel drauf. Jawohl, jawohl. Au. Nein, nein, nein. Okay, das war jetzt, der Rest war richtig kacke. Ah, stirb doch. Jawohl. Puh, okay. Aber wir haben jetzt die Hälfte verloren. Das ist das, was ich gerade meine. Und wir haben jetzt hier nicht keine Energie mehr rum, die wir aufsammeln können, weil wir die schon aufgesammelt haben vorhin. Das ist so... Ah, verdammt. So der Nachteil daran. An der Geschichte. Ah, Mann, die Schüsse sind auch so schnell. Kann man kaum ausweichen. Hopp. So. Nein, nein! Oh! Boah, das ist knapp. Das war echt knapp. Oh, verdammt. Oh, Energie. Die tut gut. Die tut echt gut. Oh nein, Elektro. Elektro. Das Ding muss weg. Sehr schön. Nein. Jawohl. Ah, jetzt kommt die Stelle. Okay.
Das ist echt fies. Ah, so schwer war die, glaube ich, doch nicht. Und ich habe es echt versaut. Oh! Oh, es hat gerade bei mir gehackt. Geleckt. Nicht gehackt. Okay, die Stelle ist aber auch fies. Die ist auch fies. Die ist auch fies. Die ist auch fies. Und... okay. Oh nein, oh nein, oh nein! Ah, voll auf mich drauf. Weg hier. Wow, ist der schnell! Fuck! Zweimal getroffen worden. Na, oh. Nein! Nicht runterfallen. Auf keinen Fall jetzt runterfallen. Da ist das Ende. Nicht runterfallen. Okay. Also das Einzige, was wir jetzt am Ende ausprobieren können, ist die Waffe. Ob die gegen Glowman hilft. Ah, oh, ob ich den Raum schon sehe, ey. Vielleicht treffe ich den überhaupt noch bevor. Also, ob ich treffe ich den zuerst.